Und ehrenamtliches Engagement wird auch beim folgenden Verein, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, großgeschrieben. 15 Jahre ist die Bürgerstiftung Duisburg bereits unterwegs für die gute Sache, setzen sich für diejenigen ein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Über die Bürgerstiftung und ihren 15. Geburtstag, darüber spreche ich jetzt mit Herbert Schulz, dem Vorstandsmitglied. Herzlich willkommen, Herr Schulz. Dankeschön. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch heute zum zweiten Mal, zum 15. Geburtstag. Ja, danke, danke. Wie stolz ist man jetzt, dass man auf unglaubliche 15 Jahre Bürgerstiftung Duisburg zurückblicken kann? Also 15 Jahre sind für eine Bürgerstiftung schon sehr viel. Die erste Bürgerstiftung in Deutschland war im Jahre 1996 in Gütersloh gegründet. Wir haben uns 2004 gegründet, deswegen die 15 Jahre, wir haben 2019. Und ja, wir feiern ein Jubiläum, das ist ganz wichtig, das 10-Jährige haben wir vergessen irgendwo, aber 15 Jahre sind ein Grund zu feiern. Und dazu werden wir ein paar Aktivitäten machen. Ganz nahe liegt das Licht der Bürgerbrand, den wir am 26. Mai veranstalten werden auf dem Flachsmarkt. Da suchen wir auch noch Gäste, die zu diesem Brunch kommen. Wir haben so 30 Tische dort, so Wäschegarnituren aufgestellt und die wollen wir natürlich auch besetzen. Wir haben ein Programm dabei, wir haben für Kinder eine Hüpfburg bzw. ein Spielmobil, wir haben eine Bühne, wir machen ein bisschen Musik, lassen Musik machen. Ja, und der Eintritt ist 10 Euro, dafür gibt es aber ein hervorragendes Frühstück, ein Gläschen Sekt vielleicht dabei. Wir erwarten Gäste. Man kann im Internet auf unserer Homepage nachsehen. Entschuldigung, wenn ich unterbrechen muss. Da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf. Da machen wir nochmal einen kleinen Aufruf. Vielleicht erstmal für diejenigen, die nicht wissen, was und wer die Bürgerstiftung Duisburg überhaupt ist. Was machen Sie? Wer sind Sie? Ich bin im Vorstand, hatten Sie gerade schon gesagt. Ja. Wir arbeiten an 25 Projekten. 25 Projekte hört sich viel an, aber für eine Bürgerstiftung ist das normal. Wir haben ein paar Highlights an Projekten. Sie kennen sicherlich die Bücherschränke, die es in Duisburg gibt. Wir haben ungefähr 34, 35 Bücherschränke in Duisburg aufgestellt, sind damit in NRW die Nummer 1. Es gibt keine andere Stadt, die so viele Bücherschränke hat. Da sind wir auch stolz drauf. Und wir haben jetzt schon wieder 8, 9 Anfragen oder 10 vielleicht sogar von den Stadtteilen, aus den Stadtteilen heraus, die gerne einen Bücherschrank hätten. Kostet natürlich immer Geld und da sind wir auch auf Spenden angewiesen. Mhm, absolut. Absolut. Also zahlreiche Projekte haben Sie seit Ihrer Gründung auf die Beine gestellt. Worauf sind Sie denn besonders stolz? Auf welches Projekt? Eins habe ich gerade genannt, da bin ich auch federführend für zuständig. Es gibt das Projekt Ehrenamtskarte. Wir stellen für die Stadt Duisburg die Ehrenamtskarten aus. Die Anträge laufen bei uns ein. Wir hatten im November unsere 700. Ehrenamtskarte ausgegeben. Das war eine Dame aus dem Weltladen hier in Duisburg. Haben wir auch eine kleine Feier gemacht. Wir sind mittlerweile bei 750 wahrscheinlich. Diese Ehrenamtskarte ist eine Anerkennung für unsere Ehrenamtsinhaber und damit verbunden kann man zum Beispiel Vergünstigungen erreichen bei bestimmten Unternehmen, bei Organisationen. Aber in erster Linie ist es ein Dank an die Ehrenamtlichen. Mhm. Ich glaube, sie sind doch stolz, wenn sie die Karte kriegen. Ja, glaube ich sofort. Ja. Und Sie selbst sind jetzt seit 11 Jahren dabei. Was hat Sie damals dazu bewogen zu sagen, ich möchte Teil dieser Bürgerstiftung werden und ich möchte einfach was Gutes tun? Eigentlich ganz einfach. Als so meine Pensionierung anstand, habe ich mir gedacht, du musst ja irgendwas machen danach. Und ich hatte dann während der Zeit, als ich noch im Beruf war, hatte ich mich schon mit der Bürgerstiftung beschäftigt, habe da auch reingeguckt und habe dann nach so 2 Jahren gesagt, okay, ich mache da weiter, mache da mit. Und das mache ich jetzt seit 2010 ungefähr. Ja, genau. Das ist eine lange Zeit. Und wenn Sie nach Projekten fragen, die ich gerne mache, wir haben eine Herzdruck, wie heißt sie noch genau? Du, ich drück dich. Mhm. Die läuft auch ungefähr seit 6, 7 Jahren. Wir gehen in Unternehmen rein und bieten den Unternehmen auch an, mit Unterstützung des Evangelischen Klinikum Niederrhein. Dort, die geben die Ärzte und wir gehen in Unternehmen. Wir waren bei ThyssenKrupp. Und ja, das macht natürlich auch viel Spaß und ich kann nur jedem raten, auch wenn Unternehmen jetzt bereit sind, daran teilzunehmen, wir kommen vor Ort und jeder Einzelne kann sich bei uns eine Puppe ausleihen und kann dann das Drücken üben. Wir haben übrigens im Forum ein Gerät stehen, wo jeder, wenn er einkaufen geht, auch mal da vorbeischauen kann, um dort das Drücken zu üben. Mhm. Ist gar nicht so einfach, aber lohnt sich.
Jetzt haben wir ja schon am Anfang über den 26. Mai gesprochen, ein Bürgerbrunch, quasi ein Höhepunkt in diesem Jubiläumsjahr, Jahr. Sie haben schon erzählt, was man da alles erwarten kann. Wie kann man denn überhaupt teilnehmen? Muss man sich irgendwo anmelden? Wo muss man sich am melden? Am besten, man geht auf unsere Homepage. Dort steht alles, was man machen muss. Man muss das Geld natürlich irgendwann auch mal überweisen, das ist richtig. Aber man kann auch im Büro der Bürgerstiftung gerne vorbeikommen. Wir sitzen ja ziemlich zentral in der Nähe vom Rathaus. Man kann da sich auch anmelden. Wie gesagt, wir haben noch ungefähr 15 Tische, die zu vergeben sind. Ich erwarte auch, dass vielleicht so ein Club kommt, der sagt, ich nehme so einen ganzen Tisch dann und ich komme mit meiner Kleidung als Gegenclub oder wie auch immer. Schauen wir mal, wer sich da noch für interessiert. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Jetzt haben wir schon zurückgeblickt auf 15 Jahre. Blicken wir mal auf die nächsten 15 Jahre. Gibt es Projekte, die Sie gerne noch in den nächsten Jahren verwirklichen wollen? Das ist immer eine Frage des Geldes. Ja. Ich glaube, Projekte hätten wir noch genug. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich Ehrenamtler, die sich da mit betätigen. Und wir brauchen natürlich Geld dafür. Und so ein paar Dinge, zum Beispiel so ein Projekt Alt und Jung zusammenzuführen, die sich dann in Kitas treffen, die Älteren. Und die Jungen gehen vielleicht ins Altenheim und korrespondieren miteinander. Das wäre so ein Projekt, was ich persönlich jetzt dabei bin, auch aufzugreifen. Schauen wir mal, ob es jemand gibt, der Interesse hat, an diesem Projekt mit Geld dabei zu sein. Mhm. Herr Schulz, dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Ja, vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön.